Hallo liebe Nachtschattenwechsel, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier in Essen über Nun Panic, neben mir ist Friedemann. Hi erstmal. Moin, moin. Fans unseres Channels kennen ihn hoffentlich. Wir haben im Januar schon ein recht ausführliches Gespräch geführt, das auch sehr spannend war und ich glaube auch guten Anklang gefunden hat. Und jetzt haben wir uns einfach mal getroffen, weil du bist gerade auf Tour. Genau. Ich bin auf Tour. Und in dem letzten Gespräch haben wir noch darüber gesprochen, da ging es darum, dass dein Soloalbum stand an, das mittlerweile erschienen ist. Und da war auch noch offen, inwieweit die Tour oder was genau stattfinden wird. Okay. Jetzt sind einige Termine schon gelaufen. Also wie war es bisher? War gut. Also es ist immer so, zu meinen Abenden kommen so irgendwo 20 bis 100 Leute. So in den großen Städten manchmal auch mehr. Das ist alles gut. Also ich kann mich da nicht beschweren. Wir machen es den Leuten natürlich auch leicht. Das meiste läuft über Spende. Heute Abend ist jetzt ein Konzert, weil es ein kommerzieller Club ist, wo es über Eintritt geht, aber ansonsten gehe ich halt in kleine Läden, spiele privat und dann laden die ihre Leute ein oder die Leute kommen und dann machen sie was in den Spendentopf. Das hat für einen guten Anklang und ich bin zufrieden so. Das freut mich. Was waren bisher so die schönsten oder lustigsten Erlebnisse, die du da auf den letzten Konzerten hattest? Jetzt wird es schwierig. Na, in den Konzerten ist es halt immer so, da bin ich immer relativ weg. Also weg von den Leuten. Ich mache mein Zeug, ich mache meine Musik, erfreue mich an dem schönen Sound, den ich mir selber zusammengestellt habe. Ich habe eine ganz coole kleine Anlage mit und versinke ich immer ziemlich in mir selbst. Also bin ich dann so, und hört sich jetzt ein bisschen mystisch an, ist es aber nicht. Also ich freue mich einfach daran, dass es ist und erzähle mein Zeug, spiele meine Lieder, bin zufrieden mit mir oder halt auch nicht. Was ist dann immer die Abendssache so, ne? Und ja, ich habe schöne Erlebnisse, weil ich war jetzt bei Freunden, denen ging es die letzte Zeit nicht so gut. Also ich versuche oft die Touren, die sind ja sehr lang, Menschen zu besuchen, die mir was bedeuten, schlaf halt bei denen oder lerne neue Leute kennen. Und da sind die Hunde jetzt gestorben, die hatten so einen Rudel und das ist jetzt, da war immer sehr viel Tod im Haus die letzte Zeit. Und als ich jetzt kam, haben die beiden so gestrahlt, ich sage, Mensch, ihr strahlt so. Wieso? Nee, sieht aus, als wenn irgendwas passiert ist. Ja, Hundebaby. Und dann siehst du halt so Typen wie mich und dann so unser Alter mit den ganzen Tätowierungen und so, alle gefährlichen Menschen krabbeln dann diesem Hundebaby hinterher und Hundebaby macht wuh und alle machen, yeah, geil, Hundebaby. Mich hat das berührt, was so ein kleiner Hund diesen beiden Leuten so gegeben hat und dass sie so strahlen, dass man das total erkennt, ohne das Hundebaby zu kennen. Das war ganz schön. Ja, ich gehe viel spazieren, viel wandern, guck mir das Land ein bisschen an, schnalle mit den Leuten und erfreue mich daran. Das mit den Hundenbabys kann ich aber auch nachvollziehen, weil ich bin ja auch so ein Tierfreund. Ich habe selbst Katzen, aber ich liebe auch Hunde. Also und wenn dann gerade Nachwuchs ist, natürlich immer so herzergreifend. Ja, das war. Na, vor allem war da vorher so viel tot, weil die Hunde sind alle nacheinander gestorben. Das war so ein relativ gleichaltriges Rudel. Und und was ich halt auch viel mache, wirklich Leute kennenlernen, einfach nach dem Konzert mit Leuten reden und die mir dann auch ein Feedback geben, was ihnen die Musik vielleicht auch bedeutet, was sie nicht so gut fanden. Und da entwickeln sich so spannende Sachen. Ja, also es ist für mich wichtig, einfach zu wissen, was die Leute mit meiner Musik machen. Das finde ich ganz gut. Ganz cool ist, du hast es gerade auch schon angesprochen und ich konnte gerade kurz ein bisschen deinem Soundcheck noch lauschen, bevor es losging. Ich habe mich vorher gefragt, weil das Album hast du ja nicht selbst, also hast es quasi selbst geschrieben, aber nicht alles alleine aufgenommen, sondern du hast Musiker. Nee, Schlagzeug und Bass habe ich nicht gemacht. Genau, und jetzt ist ja wirklich, du bist komplett allein auf der Bühne, aber hast halt ein bisschen Technik. Magst du ganz kurz nur erklären, was die Leute da genau erwartet? Was das ich könnte halt vollakustisch, das würde ich auch machen, wenn jetzt überhaupt nichts abends geht. Aber ich habe es ganz gerne, weil das ja dann so ca. 2 Stunden Programm ist, dass es ein bisschen variiert und habe so ein bisschen Soundspielerei. Also ich habe einen Looper, auf dem nehme ich dann live auf und bastel mir so eine Band, spiele Schlagzeug halt perkussiv auf der Gitarre, aber nicht übermäßig, also bei 1-2 Liedern, also nicht zu viel. Und weil das ist ja immer noch so Singer-Songwriter-Zeugs, aber dass man so ein bisschen Sound hat, mal eine Zerre in der Gitarre hat, mal ein Delay oder ein Hall an Stellen, wo das funktioniert, ein bisschen Atmosphäre kreiert. Genau, das mache ich. Also es ist nicht so ganz dieser klassische Singer-Songwriter-Ding-Ding-Ding-Ding, sondern halt ein bisschen Fläche, ein bisschen Sound, ein bisschen schön zum Hören, angenehm zum Hören. So. Ein bisschen lauter als Akustikgitarre, aber nicht so wie eine Punk-Show. Genau. Also schon, es hat sehr viele, also sehr dynamisch. Also es sind sehr viele extrem leise Momente, so ein paar laute. Also ich probiere, dass da eine Dynamik drin ist.
dass man das auch als Zuhörer gut mitnehmen kann. Ich bin auch total gespannt. Also, ich werde mir gleich die Show auch noch ansehen und dann mal schauen, wie es dann im Kompletten klingt. Also einzelne Songs oder Elemente konnte ich ja schon hören. Der Günni macht einen guten Sound hier, der macht das schon seit vielen Jahren und man hört den, alles klar. Der macht das, der kann das. Das ist schon von vielen. Also ich habe hier schon ein paar Bands getroffen und haben alle bisher in höchsten Tönen von ihm. Ja, und der steht halt da unten, das ist ein Mensch, den kennen wir auch schon länger, weil er immer hier ist, wenn wir spielen und der ist einfach interessiert und egal was für eine Musikrichtung und das sind so die Leute, die ich auch auf Tour halt brauche, damit ein Abend gut wird. Also das sehen viele Leute nicht. Also der Techniker ist immer jemand, der steht im Dunkeln und macht irgendwas, aber das ist im Endeffekt der, der dann die Schnittstelle zwischen mir oder den Musikern und dem Publikum. Und das ist, ich finde, das ist auf Günni, falls mal jemand hier spielt, auf Günni kann man sich verlassen, das ist auf jeden Fall, da gibt es einen guten Sound. Ja, das ist mit einer der wichtigsten der Tontechnik auf jeden Fall. Auch. Und ich habe tatsächlich letztens sogar mal einen Tontechniker von einer Band interviewt, weil ich das auch total spannend finde, ne? Die ganzen Leute drumherum. Musiker sind spannend, klar, haben auch viele Geschichten zu erzählen, aber wie funktioniert das alles? Das finde ich eigentlich mal ganz... Wir haben mit Chor und seinen Florian auch seit vielen Jahren und das ist für uns eine Bank. Und wenn es Geld gibt, kriegt Florian als erstes Geld, weil der muss davon leben, wir nicht. Und für den ist das halt ein Arbeitswochenende, und, aber der sichert dich einfach ab. Und wenn der Amp kaputt geht, wird er dann wieder heil geschraubt und wenn ein Kabel kaputt ist, wird das erkannt und neu gemacht. Da sind wir manchmal gar nicht so in der Lage. Ne? Das ist, ich glaube, das ist auch eine interessante Serie. Also, Band mit Reisende, die das alles so am Laufen halten. Bei uns ist das sehr klein, bei uns ist es ein Merchandiser. Der auch wichtig ist, unser Ronny. Also ohne Ronny wäre es eng, muss man einfach auch so sagen. Ronny und Florian. Dann hast du so diese beiden, die keiner sieht. Man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Ne? Und die sind halt genauso wichtig. Gehört für mich auch alles zur Band dazu. Also, das sind Leute, die immer dazugehören. Ja. Bei hier machst du es ja anders mit dem Merchandise, dass da tatsächlich niemanden da stehen, sondern du vertraust den Leuten, dass sie im Endeffekt das Geld hinlegen und dafür das mitnehmen, was sie haben wollen. Ich vertraue ihnen immer gut. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie viel Merch ich mit habe. Also ich habe ja keine T-Shirts aus Prinzip. Ich habe Tonträger und ich habe die jetzt nicht durchgezählt. Aber ich gehe davon aus, wenn die Leute hier kommen, dass die mich nicht betrügen. Also ich würde es auch nicht machen. So, ne? Ich habe manchmal sogar das Gefühl, es liegt mehr drin, ne? Weil ich habe die Kasse auch hingestellt, das heißt, sie müssen nicht das Wechselgeld wieder rausnehmen und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie in dem Moment, wo sie reingreifen, denken, ach scheiße, jetzt guckt einer, denke ich, nicht mehr irgendwas raus. Also deswegen, das glaube ich manchmal liegt eher... Ja, oder vielleicht wirklich auch als Spende. Ne? Ja, das kann sein. Es gibt ja echt auch viele, ne? Wir wollen jetzt gar nicht über Corona sprechen, aber die Pandemie hat ja gezeigt, dass wenn man dann auch mal sagt, ich brauche, oder ne, ja, dass die Künstler auch nicht geschützt werden. Ne? Also, da das sage ich ja abends ganz klar. Ja. So, ne? Da bin ich mir auch nicht zu fein. Ich sage auch, wenn die Schuhe euch gefallen hat, Leute, ich würde mich über 10 freuen. Und dann sage ich halt auch noch, wenn ihr mich bei Spotify streamt und meine Tonträger nicht kaufen wollt, was ich total verstehen kann, denkt dran, ich habe von Spotify so gut wie nichts. Und vielleicht haut ihr einfach einen 10er da oben in die Kasse oder überweist mir 10er und allen Bands, die ihr da streamt und die nicht eine gewisse Größe haben, um ihnen einfach Respekt zu zollen und nicht die Sachen so umsonst mitzunehmen. Das ist nicht gut. Und das macht halt uns kaputt, weil wir unsere Produktion nicht gegenfinanziert kriegen. Und dann wird es schwierig. Und das sage ich den Leuten auch so. Das kann auch jeder ruhig wissen und sich dann kann dann eine Entscheidung fällen. Ich glaube, gerade in der Punk-Szene, Underground-Szene, Hardcore-Szene, in diesen ganzen Subkulturen, da ist es aber auch, dass die Leute das eher verstehen. Ich weiß nicht, ob es im Mainstream funktionieren würde. Oder das gibt es gar nicht. Auch Leute, die es verstehen, aber da sind wahrscheinlich auch viele einfach dabei, die dann sagen, der will eh nur an unsere Kohle. Ja, aber es geht ja auch vielleicht um 2 oder 5 Euro. Und wenn jemand kein Geld hat, was ich total einsehe, deswegen spiele ich ja diese Spendenkonzerte, damit alle sich das auch leisten können. Und wenn dann einer kommt und hat halt keine Kohle und sagt, du Digga, das hat mir total gut gefallen, ich bin eine arme Sau, ich kann dir 2 Euro geben, dann sage ich ja. Dann ist es, dafür ist es ja da, dann bin ich auch nicht bockig. Und dann manchmal geht es halt nicht. Und warum wollen wir Leute von Kultur ausschließen? Nur weil sie arm sind. So, und das gibt es halt. Und ich finde, über diese Spendenkonzerte, das kann natürlich auch nicht jeder machen. Ich weiß, eine Band hat andere Kosten. Aber kannst du halt auch Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können, mal zum Konzert holen. Und ich finde, wir haben so als Musiker auch so einen gesellschaftlichen Auftrag. Und wenn es uns gut geht, sollten wir andere daran teilhaben lassen. Also das ist meine Überzeugung. Okay. Wir haben jetzt heute nicht ganz viel Zeit. Alles gut. Ja, aber ne, wir müssen es auf jeden Fall nicht künstlich in Länge ziehen. Ne? Wir müssen ja gleich auch irgendwann auf die Bühne und alles. Oh, aber ein Thema auf jeden Fall wollte ich noch ansprechen. Ich habe dich auch vorgewarnt. Und zwar hattest du letztens ein Posting in deinen Socials. Da ging es darum, dass Leute gerade bei so einem ruhigen Konzert wie deinem dann doch relativ laut waren. Und dann hast du
Zeichnung war das irgendwie mit einem Mädel, was... Ja, das hat sie Mutti gezeichnet im Konzert von den Mädchen und von mir. Ja, magst du mal kurz die Geschichte genau erzählen und was dich dann bewogen hat, das auch quasi zu teilen mit dem Menschen? Ich habe an einem Ort gespielt, auf den ich mich sehr gefreut habe und auch die Menschen haben sich sehr gefreut. Also ich hatte einen sehr guten Zulauf dafür, es war auch relativ gut besucht. Und ich habe dann mir das aufgebaut. Ich war auch krank, muss man dazu sagen. Also ich habe mich wirklich dahin gekämpft, deswegen war wahrscheinlich die Enttäuschung doppelt so groß. Habe gesagt, das lässt du nicht ausfallen, ziehst du durch, fährst du hin, machst du. Und dann war das mega laut und so ein extremes Desinteresse. Waren vielleicht so 10 Leute, die zugehört haben und 50, die gequatscht haben. Aber wirklich laut auch. Und vor mir stand ein kleines Mädchen, die hat mich dann immer so, hat mich dann so eingedeckt mit so Seifenblasen. Dann habe ich mit der dann irgendwann angefangen, mich zu unterhalten im Konzert. Zwischen den Liedern, weil man fühlt sich als Musiker wirklich einsam, da muss man einfach mal sagen. Ne? Also für die, die nicht verstehen, warum einen das nervt, mir geht es gar nicht um die Lautstärke, aber also man macht so sein Herz auf und singt den Leuten Sachen und die rotzen drauf. So, und das, mir persönlich tut das weh, also ich fühle mich dann getreten. Aber um nicht zickig zu sein, suche ich mir dann Auswege, also ich meckere nie rum. Das ist nicht mein Ding. Und habe ich mich mit dem Mädchen so über die Menschen unterhalten, die da draußen so erzählt haben. Und das war sehr interessant, auch was sie so zurückerzählt hat. Und also ich würde es schön finden, wenn man zum Konzert geht, ist für mich zwei Varianten. Also so mache ich es. Ich gehe zu einem Konzert, die Band fängt los, ich gucke mir die an und entweder mache ich so und freue mich oder ich mache so und dann gehe ich raus. Und mehr geht nicht. Das ist alles. Und man stört ja nicht nur den Künstler, man stört ja im Endeffekt auch die Leute, die zuhören wollen. Und das ist so ein bisschen das Problem, ne, für mich, also dass die Leute, die dann den Abend mitnehmen wollen, die halt auch dafür bezahlt haben, im Endeffekt das nicht mitkriegen, weil es wahnsinnig laut ist. Na, und wie gesagt, man kann da herausgehen. Und ich habe auch schon Leuten Geld wiedergegeben, weil die enttäuschen und das für scheiße halten, was ich mache, was ja sein kann. Musik ist Geschmackssache. Dann kann man auch zu mir kommen und sagen, du, ich habe das Konzert angeguckt, Alter, das ist nicht mein Ding. Und manchmal packt man nee auf und sagt, hey, wer hat es bezahlt, 10er und dann ist es gut. Da bin ich auch nicht mal beleidigt. Aber man kann vernünftig miteinander umgehen. Und man kann sich ein Konzert anschauen und zuhören oder man kann gehen. Alles andere ist respektlos dem Künstler oder der Künstlerin gegenüber und vor allem dem Publikum, das einfach lauschen will. Das ist so. Vor allem, wenn es um Sachen geht, wo es auch wirklich, ne, das, was du so machst, ist ja erzählt. Leise Musik, in der du viel erzählst, in der es sehr um die Texte geht. Genau. Ich sag mal, wenn du jetzt mit Chor abrockst und irgendwo hinten an der Theke, hört das keiner auf. Das interessiert keinen. Ja, das ist einfach. Ja. Aber das ist so ein bisschen. So ein Zeitproblem auch, ne? Also das ist so ein Egoismus, der sich so durchsetzt und keine Ahnung, also ich fahre aus anderen Gründen zu Konzerten, ich fahre dahin, um mir die Bands anzugucken und nicht, um mich da zu unterhalten. Wenn man jemanden begrüßt, ist das überhaupt kein Problem, aber so ansonsten, ich kann es schlecht nachvollziehen. Also bei lauten Konzerten könnte ich das so oder so nicht, weil da verstehe ich dann zu wenig. Ja, und dann bist du auch heiser, wenn du die ganze Zeit rumschreist. Ne? Ja, man verpasst so schöne Momente so, ne? Und ich fühle mich da als Mensch, als Musikermensch, fühle ich mich da wirklich einsam und getreten, muss ich einfach sagen. Aber gerade da finde ich dann auch diese ganze Geschichte mit dem Mädchen und so hat das wieder für mich etwas sehr Schönes, Positives. Fand ich auch. Also ich habe dem Mädel daher gedacht, ich sage, du hast mir wirklich den Namen gedacht, weil ich auch wirklich K.O. war. Und das war auch so ein schönes Konzert. Ich habe gesagt, Mensch, und das ist ja auch manchmal diese Krux, dass du an den Abenden besonders gut spielst. Und du denkst, Alter, und keiner dazu, so eine Scheiße. Oder die paar hören dazu. Also, und dann ist man wirklich manchmal verzweifelt, weil dann gelingt einem natürlich auch alles. Alles funktioniert, es ist total schön kreiert und man hat das Gefühl, so Perlen vor die Säue. Und ja, und die Lüge hat mich eingedeckt mit ihren kleinen Seifenblasen. Die Mutter hat davon ein schönes Bild gemalt und ja, also, sie haben mir das wirklich da rund gemacht. Den Tag, da konnte ich wirklich lächeln nach Hause fahren, aber das ist halt nicht immer so. Das muss man so sagen und ich wollte einfach mit dem Post nochmal darauf hinweisen, dass das ganz cool wäre, wenn ihr meine Konzerte besucht. Ich und die anderen Leute sich darüber freuen würden, wenn ihr zuhört oder geht. Mehr ist nicht möglich. Und ich finde, das ist auch ein super Statement für heute. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Nächstes Mal können wir wieder ausführlicher vielleicht nochmal über Call. Aber so haben wir zumindest mal ein Update, wie es hier gerade so geht, wie die Tour läuft. Auf jeden Fall. Und da sind ja noch viele Termine. Ne? Ich habe gesehen, kommst du auch nach Duisburg zum Beispiel. Vielleicht komme ich auch nochmal vorbei. Ich gehe da locker ran. Ich habe jetzt noch... wenn ich den heute durch habe, sind noch 12 Termine jetzt am Stück. Bei mir ist das so, entweder halte ich durch oder ich halte nicht durch. Es gibt auch wieder hier nur zwei Varianten. Und halte ich nicht durch, dann fahre ich nach Hause und sage alles ab, weil ich krank bin, weil ich erschöpft bin, weil das Auto kaputt ist,
oder weil ich einfach vom Kopf her, ich bin ein sehr sensibler Mensch, einfach sage, alle, kann ich, es kann ich. Und dann ist es einfach so, dann sage ich das an, dann wissen alle Bescheid, dann fahre ich nach Hause. Ich befinde mich nicht in der Maschinerie, dass ich Geld verdienen muss damit. Das ist hier meine Freizeit und meine Leidenschaft. Und manchmal gehört zur Leidenschaft Leiden und dann leidet man lieber still ohne Konzert. Aber wie gesagt, ich probiere das alles gut zu machen und eigentlich habe ich meine Kräfte gut eingeteilt und bin auch fit. Und mal gucken. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf gleich. Ja, ich mich auch. Auf die Show, meine erste von dir, das heißt. Na, krass, muss ich mir anstrengen. Ja, gib dir Mühe. Ja, ansonsten schreibe ich mir schlechte Kritik. Aber ich weiß immer nicht, wie das ist so. Also ich weiß es beim ersten Lied. Ja. Also ich habe das erste Lied, ich spiele ungefähr, keine Ahnung, eine Handvoll Töne. Oder dann weiß ich, das nimmt hier heute Fahrt auf. Oder das wird so eine, also es gibt Arbeitssiege und dann gibt es so Leidenschaftskonzerte und so. Das wird man dann gucken. Aber die Leute kriegen das manchmal gar nicht mit. Manchmal macht man das auch nur in sich selber ab, dass man das Gefühl hat, boah, heute muss ich ganz schön fighten. Und die Leute kriegen das manchmal überhaupt nicht mit. Also das, was ich wahrnehme und was die Menschen vor der Bühne wahrnehmen, sind zwei Paar Schuhe. Weil ich habe schon Konzerte gehabt, da habe ich mich danach von der Bühne gedacht, Alter, eine Scheiße. Und die Leute kommen an und sagen, Alter, das war das beste Konzert, was ich von dir je gesehen habe. Abgefahren. Ja, aber gut, da möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Ich kenne das tatsächlich von vielen Leuten. Wahrnehmung von Musik ist ja auch sehr unterschiedlich. Ja, ja. Die einen, die gehen total ab, die anderen sitzen still und genießen. Ja. Und ich glaube, wenn die nur still sitzen und genießen, im Normalfall, also bei einem Rockkonzert zum Beispiel, denkst du, was wollen die jetzt? Wenn du zum Beispiel bei so einem Konzert wie heute wahrscheinlich auch erstmal irritiert wärst, wenn da einer total abspacken würde. Ne? Ja. Ich bin zum Beispiel einer von denen, die in der Ecke stehen und zugucken. Also ich bin ein Eckensteher, Klatscher und sich erfreue. Also ich kann mich in Konzerten manchmal auch die Augen zu und höre den Bands zu so und lass mich davon einfach so wegballern. Ich bin da jetzt nicht der große Tänzer, ich bin jetzt der aufmerksame Zuhörer. Bei mir kommt es auf die Musik an. Wenn man tanzen kann, dann tanze ich gerne. Ja. Ich höre aber auch gerne zu, wenn es dann halt was zu hören gibt. Aber ich fange mit meiner Frau zu Konzerten, sie tanzt und ich höre. Und klatsche. Und nur. Ja, meine Freundin wiederum, die ist dann noch krasser, die ist, weil ihr Lieblingsband zumindest geht es auch ganz vorne in die Mitte, so muss dann da ganz nah sein. Das wäre nichts für mich, also ich brauche meinen Platz ein bisschen für mich an der Seite auch da ein bisschen abdancen. Ja, ich bin auch so. Aber ich kann mich wie gesagt da reinfallen lassen. Wenn das gut ist, lasse ich mich da reinfallen und erfreue mich dran. Und wenn es scheiße ist, gehe ich halt raus. Aber das Thema hatten wir ja schon. Genau. Aber heute wird es nicht scheiße, das habe ich jetzt schon im Gefühl. Ich glaube, wir hoffen mal. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch heute. Euch danke ich fürs Zuschauen. Ne? Ja, vielen Dank. Wie immer, schaltet nächstes Mal wieder ein. Wie gesagt, es wird auch nochmal zwischen uns zum nächsten Gespräch kommen. Genau. Ciao. Ciao.